Jo. Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, willkommen zur 17. Folge unseres Podcastes Berlin Geschichte. Zu meiner Rechten, schräg gegenüber, ist mein guter, alter, total alter, uralter Freund, immer älter werdender Freund, Jan. Hallo Christoph. Moin. Als was bist du zu Halloween gegangen? Ich hatte ein blutverschmiertes T-Shirt an. Oh, war das dein eigenes Blut? Nee. Ah, gut. Zu meiner Frau. Ah, oh. Ich kam gerade von der Arbeit. Lass mich durch. Ich bin Chirurg. Ich genau. Bin nach Brandenburg. Ich bin als Zombie gegangen. Nein, als Graf Zahl-Zombie. Als Schmarotzer. Brauche ich mich ja nicht verkleiden. Pass auf. Wieder wie immer die Info, dass wir bei Facebook sind, bei YouTube. Bitte teilen, liken, abonnieren. Wir freuen uns über Klicks. Und genau, haben wir einen Hörer, der interessiert in der Woche? Nö, der Vorfolge. Mir fällt gerade keiner ein, muss ich leider sagen. Nee, mir auch nicht. Bitte mehr Interesse. Vielleicht wir? Ja, wir sind die, auf jeden Fall. Mich hat's interessiert. Jan ist der Interessierte der Woche. Hey, Christoph ist der Interessierte der Woche. Herzlichen Glückwunsch. Mich hat schon interessiert, was ich gesagt habe, was du gesagt hast. Ja, ich freue mich total, dass du meine Lieblingswürz-Cashews mitgebracht hast. Ja, ist das jetzt ein Sponsorship? Haben wir einen Vertrag von denen? Kriegen wir von denen Geld? Ist das eine bezahlte Werbepartnerschaft? Von gut und günstig. Ja, toll. Ja, dann freut mich, dass du da einen Deal eingefädelt Janni, hast. Berichtigungen, Ergänzungen der Vorwoche. Ja, eine Berichtigung habe ich nicht. Ich weiß nicht. War wie immer alles richtig? Ja, natürlich. Ich habe eine Ergänzung. Mhm. Ich habe ja letztes Mal auch vom Jagdschloss Grunewald erzählt. Am Kurfürstendamm, warum der Kurfürstendamm Kurfürstendamm heißt. In diesem Jagdschloss kann man übrigens auch schön essen. Ja. Rustikal. Rustikal. Ja, ich war da neulich. Ich habe mir das mal angeschaut. Und das ist tatsächlich der älteste noch erhaltene Schlossbau in Berlin. Das Jagdschloss Grunewald. Das ist ja aus dem 16. Jahrhundert. Ne? Das ist doch da bei diesen Seen, ne? Wo du so eine Wanderung um den See machen kannst. Genau, Grunewaldsee. Ja, der ist ja eingezäunt mit so einem Zaun. Ich dachte jetzt, warum ist da so ein Zaun drin drum? Da kommst du ja gar nicht ran in den See. Aber das ist wegen der ganzen Hunde, wegen der ganzen Jagdhunde. Mit Stacheldraht und Stroh. Das ist so ein richtiges Hundeauslaufgebiet. Ich meine, das ist ja auch in einer der etwas wohlhabenderen Gegend von Berlin. Und wir wissen ja alle, dass sich das Bürgertum gerade im 19. Jahrhundert doch sehr an der Aristokratie orientiert hat und wahrscheinlich sind das doch noch so Überbleibsel davon, dass so die Berliner Oberschicht denkt, wir machen jetzt Hunde, wir machen jetzt einen auf Jagdgesellschaft. Ja, mag schon sein, aber ja, da laufen aber auch normale Leute rum. Aber es stimmt schon. Natürlich. Da sind schon viele Menschen, die posch sind mit teuren Klamotten und so. Aber das ist das Schöne an Berlin, da laufen überall normale Leute rum. Ja, ich finde, es ist und bleibt ein schöner Ort, wo man schön essen kann und spazieren kann, finde ich. Ja. Was wollte ich denn sagen? Und das ist das älteste Jagdschloss am Grunewald. Ja, exklusiv, genau. Das älteste Schloss im Grunewald. Nein, das ist der älteste noch erhaltene Schlossbau Berlins. Naja. Also die anderen Schlösser sind alle neuer, also Charlottenburg und das Stadtschloss und das Jagdschloss Grunewald. Das stammt aus den Jahren 1542 und 43 und geht sehr wahrscheinlich auf Pläne des Baumeisters Kaspar Theiß zurück. Auftraggeber war der brandenburgische Kurfürst Joachim II. Hektor. Mhm. Im Stil der Frührenaissance entstand ein Gebäude, das den Namen zum Grünen Wald trug und dem gesamten Grunewald den Namen gab. Ach krass. Ja, früher hieß das irgendwie Spandauer Forst oder so. Spandauer Forst war was anderes. Ja, aber das ist ja alles ein Waldgebiet. Das ist ja dieses riesige Waldgebiet und das war ja früher alles noch weiter bewaldet. Ne? Also Anfang des 16. Jahrhunderts begann der Kurfürst Joachim II. Hektor in der Mark Brandenburg mit der Errichtung von Jagdschlössern in dem wald- und wildreichen Gebiet um Alt-Berlin und Köln. Da war ja noch viel mehr Wald, da wo jetzt überall Berlin ist. Stimmt. Ne? Übrigens, der Spandauer Forst, wer es nicht kennt, also sicherlich kennt ihr das, aber ich kann mir auch vorstellen, dass viele Hörer vielleicht nicht unbedingt in Spandau wohnen. Keine Ahnung. Die wohnen alle im Grunewald. Die wohnen alle in diesem Jagdschloss. Ja. Da kann man schön Wildschweine angucken. Schön. Da gibt es so einen kleinen Tierpark und es sind Wildschweine und Rehe, Rotwild. Ja, da so, an der Havel, ne? Die rennen ja auch manchmal rein. Nein, nicht an der Havel. Wenn du rausfährst, Schönwalder Straße oder Schönwalder Allee. Ja. Spannender rausfährst nach Schönwalde Glien. Ah, da ist es am Anfang Ortseingang. Paaren im Clean. Mhm. Ja, da kann man, was lernen wir daraus, dass man Wikipedia, wo ich ja gerade zitiert habe, nicht vertrauen kann. Mal wieder. Ja. Ja. Das Jagdschloss lag 15 Kilometer von der kurfürstlichen Residenz entfernt, in der kurz zuvor in den Jahren 1583 bis 1540 ein Renaissance-Schloss in Köln an der Spree errichtet wurde. Der Vorgängerbau des
Berliner Stadtschlosses. Ein Reitweg verband die Residenz Köln mit dem Jagdgebiet in der Teltower Heide. Ab 1792 Spandauer Forst, dem heutigen Grunewald, steht da. Naja gut, wir prüfen das nochmal vielleicht. Weil du gerade sagst, Jagdschloss und Jagen und so. Ich weiß nicht, ob wir das off record besprochen haben oder ich das in einer der Folgen erwähnt habe. Ich habe es tatsächlich gegoogelt, diesen Reitunfall, Jagdunfall und so weiter. Mhm. Ich habe echt nichts gefunden, ja. Also wo es natürlich jedes Mal nahe liegt, wenn man sagt, da ist einer beim Jagdunfall oder Reitunfall gestorben, aber ich habe da nichts Valides gefunden. Also Historiker unter den Hörern, ist das nicht ein Promotionsthema? Ja. Such dir mal was raus. Wie viele unliebsame Thronfolger wurden durch einen Reit- oder Jagdunfall entsorgt? Ja. Mhm. Ja, das würde mich auch interessieren, ne? Ja, man muss einfach ein paar Zeitzeugen finden. Ja, stimmt, das wird schwierig. Ne? Wir sind ja immer noch im 16. Jahrhundert. Ja, aber auf jeden Fall ist so halt der Kuhdamm halt auch entstanden. Ne? Ein Teilstück des Weges, die Straße unter den Linden, führte zum Stadtschloss nach Westen in den ab 1527 angelegten kurfürstlichen Tiergarten. Gibt es ja heute auch noch, ne? Tiergarten. Mhm. Von dort verlief der wegen des sumpfigen Geländes als Knüppeldamm angelegte Reitweg weiter in südwestlicher Richtung, die heutige Budapester Straße unter Kurfürstendamm. Aber sag mal, Janni, die unter den Linden geht doch, wenn du immer weiter gehst, auf den Kaiserdamm und nicht auf den Kuhdamm. Naja, da muss man vorher links abbiegen durch den sumpfigen Knüppeldamm. Einfach. Das hat man in einer unserer ersten Folgen, der Nonnendamm, in Richtung Spandau. Was denkst du bei Knüppeldamm? Über was Knüppeldamm, Knüppeldamm klingt für mich immer nach Berghain Darkroom. Mhm. Nee, also ich denke da immer an diese Folge bei Star Trek, wo Worf so schlecht gelaunt ist, ja, und den findet ja irgendwann raus, der ist nur so schlecht gelaunt, weil er so ein bestimmtes Ritual nicht machen kann. Und das Ritual besteht darin, dass seine engsten Freunde rechts und links stehen und er muss da durchgehen und bei jeder Station kriegt er einen Stromschlag von rechts und links. Und die Challenge ist, dass quasi seine Kumpels ihn bestrafen und er muss am Ende heil durchkommen. Ja, Spießrutenlauf in der Zukunft. Ja, das denke ich bei Knüppelweg. Star Trek ist eine gute Überleitung, denn heute soll es tatsächlich um die Sterne gehen. Das ist Wahnsinn. Ja. Ja. Aber Knüppeldamm, da haben die so Holzbohlen in die Erde gerammt, damit die durch das sumpfige Gelände besser kommen. Ich stottere heute extrem viel. Ich muss ein bisschen langsamer reden. Alles gut. Ist mir aber auch schon negativ aufgefallen. Das tut mir leid. Wie geht's dir eigentlich? Mir geht's gut, ja. Der Arbeitstag war jetzt ungeplant stressig. Erst hatte ich nichts zu tun, da habe ich schon ein bisschen runtergefahren. Und dann kam auf einmal dann ging's wieder los mit When Shit Hits the Fan. Mhm. Und ja, jetzt bin ich müde, aber ich freue mich voll auf die Aufnahme. Schön. Okay. Ja, wie geht's dir? Mir geht's beschissen. Was hast du, Junge? Nein, mir geht's gut. Ich hab dir extra Cashews mitgebracht. Ja, also da freue ich mich wirklich total drüber. Ich esse nochmal eine. Oh, herrlich. Ja, ein Wort von unseren Sponsoren. Okay. Ja. Janni, worüber reden wir heute? Darüber, wo wir letztes Mal jäh unterbrochen wurden, als wir sagen, wir machen eine kurze Pause. Da machen wir jetzt heute mit weiter. Übrigens, da muss ich bei den Hörern nochmal entschuldigen. Wir hatten eigentlich noch 3-4 Minuten aufgenommen als Abspann. Ja, die habe ich nicht mehr gehört. Und die habe ich auch nicht mehr gehört. Also das endet recht abrupt, die letzte Folge. Oh. War ein Cliffhanger. Ja, tatsächlich. Ja, dann geht's jetzt weiter. Wo waren wir denn? Was habe ich denn? Worum ging es denn? Was war denn? Na, im Prinzip wollen wir doch heute die Chronik astronomischer Beobachtungen im 16. Jahrhundert machen. Genau. In Berlin. Ja, ich habe ja da diese Chronik Auszüge aus dieser Chronik mitgebracht von Peter Haft, beziehungsweise Petrus Haftitius, wie er sich lateinisch schrieb, von 1600. Der hat eine Mikrochronikon Marcium, genannte Chronica Mark Brandenburg, geschrieben oder mitverfasst. Und das Buch ist aus dem Jahre 1599, der Text. Hast du einen Einwand? Nee, ich mach dich nur nach. Du wolltest nur mal ein Füllwort. Ich wollte auch mal was sagen. Ja, komm. Jetzt, gut, ich reiß mir jetzt zusammen. In dieser Chronik werden auch verschiedene, Naturschauspiele beschrieben, Himmelserscheinungen und Dinge, die man halt so beobachtet hat, ne? Also wir haben ja schon ein paar Sachen aus dieser Chronik erwähnt, so über Besonderheiten, über wer ehelich Beilager da mit wem gehalten hat, wenn die Fürsten wieder geheiratet haben. Und es gibt noch so sehr interessante Himmelsbeobachtungen. Also jetzt haben wir ja sehr lange über die Erde geredet und über Territorien. Jetzt wenden wir mal den Blick in den Himmel über Berlin. Sehr gerne. Auch ein schöner Film, Himmel über Berlin. Himmel über Berlin. Wim Wenders, ja, kann man sich auch mal angucken. Ich gehe da jetzt mal ein bisschen. Ist das mit Horst Tappert?
Nee, der andere Colombo, wie hieß der? Peter Falk. Hast du eigentlich früher auch diese Tracker-Sendung geguckt? Mit, ja. Hardy Krüger wollte ich schon sagen. Achso, zwei Nasentanken super? Nein, aber ich habe so eine Trucker-Serie aus Amerika, habe ich mal geguckt. Nein, aber das war mit diesem Deutschen hier, der Liebling Kreuzberg auch gemacht hat. Mensch, wie heißt der? Manfred Krug. Manfred Krug? Manfred Krug hat ja, so eine Trucker-Serie gemacht. Echt? Nee. Ist ja auch ein Berliner. Ja. Ah, passt ja hier, Liebling Kreuzberg. Ich habe auch immer überlegt, ob. Und in Kreuzberg 61. Ja. Da spielt am Viktoriaplatz, glaube ich. Hat er sein Kontor. Sein Kontor. Seine Praxis. Seine Komturei. Komturei, Faktorei. Ja. Ich habe auch wieder. Ja, zum Thema. Ich habe ja auch wieder viel Computer gespielt und ich habe früher sehr gerne Europa Universalis gespielt und da gab es so ein random Event. Ein Komet erscheint am Himmel. Mhm. Man hat so vier Auswahlmöglichkeiten gehabt. Es ist ein Omen, es ist ein Zeichen. Der Untergang ist nah, die Erde geht unter, es wird alles ganz furchtbar. Oder die Bauerntölpel sollen aufhören, in den Himmel zu starren. Und egal, was du angeklickt hast, immer war der Effekt Stabilität minus eins für dein Reich. Hm. Also so Kometen waren immer so als Omen oder auch als schlechte Vorzeichen bekannt. Wir müssen ja dran denken, dass so das 16. Jahrhundert, das ist ja alles vor der europäischen Aufklärung des 18. Jahrhunderts. Da war überall noch sehr viel Aberglaube vorhanden auch und noch nicht viel mit wissenschaftlicher Methode. Das ja, aber ja auf der anderen Seite, auch auf der anderen Seite, da komme ich nachher nochmal drauf, natürlich aber alles viel wissenschaftlicher, als man doch denkt. Also es gibt ja auch diesen feststehenden Begriff, das finstere Mittelalter. Und das ist das, was du schon ein paar Mal angeteasert hast, dass diese Schlechtmacherei der Renaissance vom Mittelalter. Also es gibt enorm viele wissenschaftliche, tolle wissenschaftliche Erkenntnisse aus dem Mittelalter. Ne? Mhm. Also die waren da auch nicht, aber da kommen wir auch nachher nochmal, wenn es darum geht, heliozentrisches Weltbild und ja, die waren genauso schlau oder dumm wie wir heute natürlich, aber hatten halt andere Mittel oder andere, wie sagt man, Kommunikationsmöglichkeiten. Ne? Ja. Renaissance, Buchdruck hat dann ja auch viel da zur Wissensverbreitung beigetragen in der Zeit. Und ja, Renaissance natürlich, ne? Man entdeckt so ein bisschen die Antike wieder, aber es geht schon langsam in Richtung, ja, man forscht auch schon. Es gibt ja die Universalgelehrten, hier ja, Dr. Faustus und so weiter, Leibniz kommt dann später noch, aber jetzt bleiben wir mal im 16. Jahrhundert. Es ist halt noch diese Übergangszeit vom Mittelalter in die Neuzeit. Und das ist sehr spannend. Also Kometen als oben. In dieser Chronik steht 1504, Anno Christi 1504 ist ein Komet erschienen, darauf eine grausame Hitze, unsäglicher Hunger und schreckliche Pestilenz erfolget. Das heißt, die Leute haben so diese Kausalität gezogen, da ist ein Komet und deshalb wird es auf einmal heiß und es gibt die Pest. Hm. Und Hunger. Die haben das so in ihre Kausalzusammenhänge gebracht. So ein völlig willkürliches Ereignis am Himmel, eine Himmelserscheinung, wo wir heute wissen, oh, ja, Komet. Kein Problem, astronomische Phänomen. Das fiel eben zeitlich zusammen, ne? Ja, genau, ja, das ist ein, wie heißt denn das nochmal? Koinzidenz? Serendipity. Nein, Koinzidenz. Ja, richtig, genau. Koinzidenz, ja. Ja, Zufall. 1506. Rasche Cashew. Ach so, ja, mach das mal nicht. Ich glaube, das ist mega laut in der Aufnahme, oder? Außer kaufen Sie jetzt von gut und günstig Würzcashews, pikant gewürzt. Ein Wort von unseren Sponsoren. 150 Gramm. Es gibt immer noch Hörerinnen, die es furchtbar finden, wenn man ihnen ins Ohr kaut. Anno Christi 1506 ist von 12. Aprilis an 31 Tage lang ein schrecklicher Komet gesehen, der seinen Lauf von Abend gegen Mittag gehabt und hat sich im Augusto wieder ein anderer bewiesen zwischen Mitternacht und Aufgang unter der kleinen Wagen. Ja, was ist der kleine Wagen? Das ist der große Wagen. Sternzeichen. Sternzeichen, ja, gab es damals schon. Ne? Der Weltall. Das Weltall, der Weltraum, ist ja auch nicht erst 100 Jahre alt. Das gab es ja wahrscheinlich damals schon. Ja, wenn SUV, wenn der große Wagen wieder im Halteverbot steht. Wenn der oh Mann. Im Aszendenten, nein. Der stand schon in der Arche und da war er durchgestrichen. Ah ja, Sternzeichen hatten sie da schon. Ne? In diesem Jahre sind die Früchte überflüssig und reichlich geraten, aber von den Raupen und anderen Ungeziefer dagegen beschädigt und verderbt worden. Tja. Sagst du noch mal ganz kurz was zu diesem Autor? Das ist ein Berliner, ne? Ja, der Autor ist ein Berliner, klar. Also, das ist quasi also wirklich Peter unmittelbar Haft. In der Mark Brandenburg gemachte Beobachtung.
Ja, klar, es geht alles aus. Das ist eine Chronik der Mark Brandenburg, also um den Berliner Raum. Der stammte aus Berlin und besuchte bis 1545 die Schule in Pirna und studierte 1546 auf der Universität zu Frankfurt, wo er die Magisterwürde Und da erlangte. war der schon richtig betagt, ne, als der das geschrieben hat. Das ist richtig, der war alt und frustriert tatsächlich, weil der hat irgendwas, das ging in seiner Karriere daneben, aber das kann man recherchieren, wenn man möchte. Petrus Haftitius, ja. Das ist ein Berliner, ja, genau, und der hat die Chronik der Mark geschrieben. Bestimmt aus dem 1507. Wedding. Wie bitte? Ist bestimmt aus dem Wedding. Stimmt, aus dem Wedding. Er ist zu lange mit der U8 gefahren. Oder wohl. 1507. Ja, gib mal positive Nachrichten. Ne? War nicht alles schlecht im Osten. Im 1507 ist die silberne Zeit in der Marke gewesen und so wohlfeile, dass die Beschickung der Äcker mehr gekostet hat als die Abnutzung oder das Geld, sodass man aus dem Getreide gekauft hat. Denn ein Scheffel Roggen hat 21 Scheffel Gerste, 16 und ein Scheffel Hafer und 11 märkische Pfennige gegolten. Ja, da sind die Preise gepurzelt, weil es sehr viel Rohstoffe gab. Interessante Beobachtungen, so ökonomischer Natur. Anno Christi 1525 hat man öffentlich in Lüften die Krähen miteinander kriegen und kämpfen gesehen und gehört, dass auch etliche davon sind tot auf die Erde heruntergefallen. Welch Sonderzweifel des Auflaufs und Tumulte der aufrührischen Pauren so dieses Jahr darauf erfolgt ein Fürspiel gewesen ist. Da dachten die, weil sich die Krähen bekriegt haben und tot vom Himmel gefallen sind, deshalb ist der Bauernkrieg passiert. Oder es war als ein Vorzeichen für den Bauernaufstand mit Thomas Münzer und so im nächsten Jahr. Das war so das Weltbild. So haben die Leute damals getickt. Also es ist natürlich eine sehr naturnahe Religion, sag ich mal, oder so ein Weltbild. Das finde ich schon spannend, aber man zieht natürlich auch einen Haufen Fehlschlüsse daraus. Und Absolut. Damit hat das 18. Jahrhundert, gerade spät 18. Jahrhundert, ja dann deutlich aufgeräumt damit, mit der Erkenntnistheorie und der Rationalität. Ja, aber es sind auf jeden Fall hat die Renaissance aber auch viele bereits gemachte Erkenntnisse auch so ein bisschen, also wie soll ich sagen, ich muss jetzt ein bisschen vorgreifen, aber dass jetzt die Erde zum Beispiel rund ist oder dass höchstwahrscheinlich die Sonne, also dass es ein heliozentrisches Weltbild gibt, das sind teilweise schon Erkenntnisse aus der Antike, die auch im Mittelalter in Form von Aquin und die dann auch Aristoteles und diese ganzen Leute auch rezipiert haben. Ne? Ja. Und das drückt die Renaissance immer gerne ins Gard, diese Kenntnis. Ja, die Griechen, die alten Griechen, die wussten halt alle schon. Ja. Ptolemäische Weltbild. Und dann, ja, da sagst du bestimmt später noch was zu. Ich mache erstmal hier schnell die Kometen fertig. Mach mal. Wo waren wir denn? Den 21. Februar in diesem Jahre ist für der Sonnenuntergang ein heller Stern am Himmel gesehen, welcher hernach soll heruntergefallen sein. Das ist natürlich faszinierend. Na, du guckst an den Himmel und da siehst du, oh, da ist ein Stern auf einmal, jup, geht er nach unten. Und man muss ja auch berücksichtigen, es gab damals noch absolut keine Lichtverschmutzung. Der Himmel war damals nachts stockdunkel und mega bunt. Da ist ein Haufen passiert im Universum. Du konntest ja viel mehr erkennen vom Sternenzelt als heute. Und vielleicht nochmal, also was man ja auch damals gedacht hat, wenn die Leute in den Himmel geschaut haben. Also es wurde ja total viel von Gelehrten Aristoteles rezitiert. Ne, rezipiert. Richtig? Rezipiert? Wie auch immer. Und die haben ihn gelesen. Der war zum Beispiel der Überzeugung, da komme ich näher nochmal drauf, die Erde ist rund und dass es Himmelsscheiben gibt, dass Diamanten sind. Also Aristoteles hatte die Vorstellung, dass das quasi feste Gestirne sind, aus Diamantenlamellen. Wow. Ja, total krass. So Sphären, ne? Und wenn die aufeinander reiben, dann entstehen Sphärenklänge. Sphären aus Diamanten. Guck mal, wusstest du, wahrscheinlich oute ich mich jetzt als totaler Philosoph und Kenner, dass Aristoteles ein Platonschüler ist? Ja. Das ist wahrscheinlich, das ist so wie das Mario Basler mal bei Werder gespielt hat, ne? Das weiß man halt. Ja, das lernst du da. Wusstest wenn du, ich in der Schule im ersten Semester. Wusstest du, dass Mario Basler mal in der 70. Minute ausgewechselt wurde, weil er Kette geraucht hat? Ja, der hat eine Ecke direkt reingetreten, hat jemand genug getan für heute, hat sich auswechseln lassen, hat alle geraucht. Ja. Super Move, ja. Aber ich glaube, das, also wenn du jetzt fragst, oder wenn, also wenn wir uns vorstellen wollen, wie haben die Leute gedacht, dann kann man wirklich davon ausgehen, Aristoteles wurde oft rezipiert und die haben gedacht, das sind diamantische Lamellen so am Himmel. Ja, die Sphäre, genau. Wusstest du, dass ich am Samstag mir ein Drittligaspiel angeguckt habe? Welches? Borussia Dortmund Amateure gegen Viktoria Berlin. Die haben verloren. Ja, die haben verloren. Habe ich gesehen. Weißt du, wer auf Platz 1 ist in der dritten Liga? Lass mich raten. Energie Cottbus. FC Magdeburg. Natürlich. Ja.
Den 11. Augusti 1525 ist ein schrecklicher Komet erschienen, desgleichen zuvor nicht gesehen. Des Morgens um 4 Uhr hat er sich bewiesen und über 5 Viertelstunden nicht gestanden. Er ist sehr lange groß, gelbrot oder blutfarbig gewesen. An einem Ort hat er die Gestalt eines krummen Arms gehabt und in der Hand ein großes Schwert. An des Schwerts Seiten und Spitzen sind 3 große Sterne gestanden, an welchen sich ein breiter, wolkenfarbiger Schwanz weit ausgestreckt. Und auf den Seiten sind erschienen viel kleiner Sterne als lange Spieße. Dazwischen aber sind viel kleiner Schwerter blutroter Farbe und nicht wenig Feuerflammen. Darunter sich hin und wieder der viel grausame Angesichter mit rauchten Häuptern und Bärten haben sehen lassen. Was hat der denn geraucht? Ja, total krass. Mega. Aber sag mal, kannst du jetzt nochmal die Jahre sagen, wann er das alles gesehen hat? Ja, das war jetzt 1525. Davor? Auch, selbe Jahr. Warte mal, der hat doch irgendwie 1450 studiert. Wie alt war der denn? Na, er hat sich schon auch auf Bericht, das ist eine Chronik, das heißt, er hat Quellen gesammelt. Nee, aber da war er doch schon, da muss er schon fast tot gewesen sein. 1525? Nee, der ist 1600 irgendwann gestorben. Das hat er nicht alles selbst erlebt. Die Chronik beginnt im Jahre 1300. Mein Gott, wenn du ein Geschichtsbuch liest, was Herr Winkler schreibt, dann hat er ja doch auch nicht irgendwie 5000 Jahre gelebt. Ich war dabei, ich bin Zeitzeuge. Damals bei den Pharaonen. Katzen sind immer noch heilig, was eine Scheiße. Ja. Ich dachte, das ist jetzt ein Typ, der... Nein, das ist eine Chronik. Also, das ist das Konzept einer Chronik, eines Geschichtsbuchs. Oh Mann. Er ist der Autor. Ich glaube, ich hab's. Und wann hat der Autor gelebt? Okay, sag mir das einfach. Ja, Moment, ich zitiere zum dritten Mal. Der stammte aus Berlin, besuchte bis 1545 die Schule in Pirna und studierte 1546 auf der Universität zu Frankfurt. Das Buch ist aus dem Jahre 1599. Ah, pass auf, ich weiß, das ist mein Denkfehler. Ich habe vorhin verstanden, dass der 1456 auf der Uni war. Ich habe gefragt, hallo, war der so 100 Jahre alt, als er die Sterne gesehen hat? Mir einfach nicht zu, das ist total gute Voraussetzung für einen Podcast. Ja. Aber ich höre dir auch nicht mehr zu. Aber weißt du, dadurch, dass du mich nochmal... Dass du mir auf die Sprünge hilfst, ist auch ein schönes Repetitorium in der Folge für alle. Ja, durch Redundanz prägen sich Sachen ein. Ja, ich fange nochmal von vorne an. Besonders die banalen Dinge. Also das war ja schon eine wirre Beschreibung da gerade. Soll ich es nochmal vorlesen? Nee, ich habe schon verstanden. Ja. Also naja, es war nicht zu verstehen, aber ja, total wirr. Also auch witzig, wie er das in seinen Worten beschreibt, wenn er die ganzen astronomischen, naturwissenschaftlichen Voraussetzungen noch nicht kennt. So sehr bildhafte Sprache, so mit Metaphern. Ne? Aber genau wie du sagst, also es gab... Super Lichtverhältnisse und wahrscheinlich war so diesen Sternenhimmel angucken auch ein ziemliches Entertainment. Ja, ich lag ja auch mal auf Tavira in Portugal auf einer Sandbank im Meer, hab im Himmel geguckt, da hat sich alles bewegt und dauernd ist irgendwas explodiert. Mega spannend. Das ist ja echt schade, dass man durch diese Lichtverschmutzung hier in Berlin gar nichts mehr erkennt. Es gibt ja im Havelland diesen Sternenpark da. Da wollte ich eigentlich immer mal hin. Da ist ja wirklich sehr wenig Luftverschmutzung. Also, weil da ist ja auch nichts in Brandenburg, da irgendwo in der Ukraine, in Havelland. Ne? Da kann man richtig gut Sterne gucken und ich finde sowas immer sehr schön. Aber das ist übrigens, genau, weil du jetzt über diese Himmelserscheinung sprichst, es gab ja diesen, oder anders gefragt, kennst du die Insel Wann oder Wenn oder Wön? In Schweden ist die. Das ist eine kleine Insel, die ist so in der Nähe von Kopenhagen, aber es ist eine schwedische Insel. Mhm. Und da... Also eine jetzt schwedische Insel, damals war sie dänisch. Und da hat der Däne Tycho Brahe so eine Art Sternwarte gehabt. Der ist vom dänischen König unterstützt worden. Und das war tatsächlich einer, der nach hunderten von Jahren, also zumindest hat er sowas publiziert, vielleicht hat es auch irgendwer anders gemacht, sich mal wieder die Mühe gemacht, mit Herrscharen Sterne zu zählen. Oh weia. Ja. Die hatten ja Zeit. Der hat auch Kometen gesehen. Und der hat im Prinzip erst gesehen, sicherlich auch andere, aber er hat es eben auch wirklich publiziert, dass sich die Dinger bewegen. Das also bewegt sich. Man ist sozusagen, ich meine, ist ja echt klar, du guckst hoch, ne? Und wenn du das paar Mal machst, dann ist dir ja nicht unbedingt klar, dass sich da was bewegt oder tut. So, ne? Ja. Und der hat sich die Mühe gemacht, mit Herrscharen wirklich diese Tausenden, Zehntausenden unzählbaren Sterne zu zählen. Und sie dreht sich doch. Ja. Wer hat's gesagt? Galileo? Ja. Yeah. Aber lustigerweise, dieser Däne, Tycho Brahe, der ist aber auch auf der anderen Seite sehr bibeltreu. Ne? Also du musst dir vorstellen, der rechnet und rechnet und stellt dann fest,
Also eigentlich dreht sich die Erde ja um die Sonne, aber das passt ja irgendwie nicht zur Bibel. Also hat er das so bibeltreu so gedreht, dass sich quasi alles um die Sonne dreht, außer die Erde. Naja, das ist wie Immanuel Kant, der seinen Diener zuliebe noch einen Gott irgendwo einbaut in seine ganzen rationalen Überlegungen. Naja, er hat das schon mal wegrationalisiert und dann aber war da sein Diener sehr traurig und hat Kant gemeint, naja klar, muss ja irgendwie einen Gott geben. Passt schon. Immanuel Kant. Ja. 1556, Anno Christi, 1556 hat man einen erschrecklichen Kometen, auch mal schön, wie er sagt, erschreckliche Kometen, ne? Hat man einen erschrecklichen Kometen etliche Zeit gesehen, weißer und blauer Farbe. Darauf, ne, jetzt kommt der Kausalschluss, sind viele große Kriege in Livland, Ungarn, Welschland, Frankreich samt einem sehr heißen Sommer erfolget. Wahnsinn. Es sind auch bei diesem Kometenwährung viele Kinder an den schweren Gebrechen hin und wieder gestorben. Das klingt für mich wie YouTube oder Bildzeitung. Ja, das ist halt eine total steile These. Ne? Also diese Kausal, wie kommt man darauf? Ja, und außerdem findest du ja sicherlich genau zum gleichen Zeitpunkt irgendwo eine kinderreiche Ehe oder eine tolle Ernte oder irgendwer, ja. Oder irgendwer hat in einer Mittelalterlotterie gewonnen. 30 Gulden, geil. Ich gehe in Rente, ich mach das. Und 30 Goldschwerter gewonnen. Ja, lassen Sie Ihren Gaul für sich arbeiten. Der Acker beflügt sich selbst. Oh. Ja, cool. Ich meine, also total schräg. Also für alle Leute, die jetzt wissen wollen, wie kommen eigentlich so Kausalitäten zustande, wie kriegt man das besser hin, kann ich von David Hume eine Untersuchung über den menschlichen Verstand empfehlen. Das ist ein sehr gutes Philosophiebuch von dem Schottenaufklärer David Hume. Treatise Concerning Human Understanding. Da wurde diese Denkweise dann doch so langsam über Bord geworfen. Ne? Dass man halt Zufälle halt anders logisch verknüpft und dass das halt eine Verstandesleistung ist. Und wenn man dann weiß, wie der menschliche Verstand funktioniert, der funktioniert genau so. Du siehst einen Kometen, der fällt runter und danach gibt's Tote. Und obwohl er nicht auf die Erde geknallt ist. Und du denkst dir, na klar, da muss doch ein Zusammenhang bestehen. So funktioniert das menschliche Gehirn. Aber das sind halt keine Erfahrungswerte. So. Und das muss man das dann da quasi, noch ein bisschen aufklamüsern. Das sind quasi Koinzidenzen, aber keine Kausalitäten. Richtig. Ja, muss man erstmal auseinander. Ne, kriegen ja manche heutzutage noch nicht. Absolut. Ja, ich meine, klar, in der Retrospektive waren einfach, also das, was früher Wissenschaft war, mitunter waren pure Behauptungen. Ne? Ja, so viel zu den Kometen und den Omen und den, ne? Der Komet war ja immer ein Zeichen, oder auch hier in der Bibel hast du ja auch schon Komet, aber dann via Jesus Geburt, ne? Ist ja auch so weit. Eine Mondfinsternis haben wir noch. Anno Christi 1509, den 11. Juni zwischen 11 und 12 Uhr war eine große Finsternis am Monde auf 7 Punkt und währte 2 Stunden und 26 Minuten. Darauf erfolgten im Herbst an vielen Örtern schreckliche Erdbeben, sonderlich zu Konstantinopel im Griechenlande, wo der türkische Kaiser seinen Sitz und Residenz hat. Ja, das ist schon krass, wie viele Leute der jetzt mit dem Satz allein beleidigt hat. Ja. Konstantinopel im Griechenland, wo der türkische Kaiser seinen Sitz und Residenz hat. Ich frage mich gerade ehrlich gesagt, warum diese Chronik, also wie die es so weit geschafft hat, ne? Dass wir da jetzt daraus vorlesen, dass die nochmal gedruckt wurde und so weiter. Also so haltlos. Aber vielleicht ist das doch recht spektakulär, dass jemand das mal aufgeschrieben hat, ne? Diese Himmelssichtungen. Da steht natürlich noch mehr drin. Ich nehme jetzt einfach nur die Sachen über die Himmelssichtungen aus dieser Chronik einfach als historisches Dokument. Ich meine, spannend wäre es jetzt mal zu wissen, und das, da kann ich, das werden wir auch noch tun. Das wollte ja in anderen Ländern irgendwo auf der Erde ja auch beobachtet worden sein. Und das sicherlich mal so zusammenzuknüpfen, was waren das für Erscheinungen und was war das höchstwahrscheinlich so jetzt unter astronomischen Gesichtspunkt. Aber da kann ich vorweg sagen, das werden wir versuchen aufzudröseln, aber nicht heute. Es gibt auch ganz tolle also Holzschnittdarstellungen, wo diese Zeichen, wo diese Himmelszeichen über Nürnberg dargestellt sind. Und das wird gleich noch richtig abgefahren. Ne? Also mit diesen Feuersäulen. Und wir nähern uns jetzt auch, ich habe das vorbereitet, wir nähern uns jetzt da so ein bisschen wissenschaftlich dieser Sache, bis wir am Ende nochmal komplett freidrehen. Jetzt musst du gut zuhören, ich habe eine Rätselaufgabe für dich. Ich lese ein paar Texten, ein paar Ausschnitte vor und du sagst mir am Ende, was es ist. Okay. 1527, den 15. Februari sind drei Sonnen mit zwei Regenbogen beschlossen gesehen worden. Warte. Ja. 15. Februar 1527 sind drei Sonnen mit zwei Regenbogen beschlossen gesehen worden. 1551, den 21. März in währender Belagerung der Stadt Magdeburg hat man des Morgens um 7 und 8 Uhr drei Sonnen und einen Regenbogen am Himmel stehende gesehen. Auch hat alle Zeit,
wen man scharmützelt, ein weißer Reuter für den magdeburgischen Reutern sich sehen lassen und im Abzuge alle Zeit der Letzte gewesen, dass es viele dafür gehalten haben, dass er ein Engel gewesen sei. Krass. Ja. 1581. 17. Januar. Des Nachts um 10 Uhr sind gegen Mitternacht wärts viele lange weiße Strahlen am Himmel gesehen, bis auf 4 Uhr des Morgens. Den 18. Februar 1581 ist zum Berlin von 1:30 bis um 4 Uhr nach Mittag am hellen Himmel ein Regenbogen gesehen, mit allen seinen Farben, jedoch ungewöhnlicherweise und übernatürlicher Form und Gestalt. Denn er kehrte die Hörner oder Spitzen über sich wieder die Art eines gewöhnlichen natürlichen Regenbogens, und machte gleich als einen halben Zirkel oben am Gewölbe des Himmels. Zudem so waren auch die beiden Spitzen über sich gar zugeschärft, fast wie ein halber Mond, da sie doch am gemeinen Regenbogen oben so breit seien, als der Regenbogen an ihm selbst ist. Ja, kompliziert. Unter dem Regenbogen etwas niedriger, gegen Untergang der Sonne sind drei Sonnen gar grausam anzusehen erschienen, welche hernach von einem besonderen Schweigbogen in der Gestalt eines Regenbogens, aber nicht der Farben, sondern fast Licht mit Feuerfarben vermengt, gleich zusammengefügt und aneinander sind gebunden gewesen. Ich weiß es. Ja? Okay, klar, dann einfach. Können die Hörer mal mitraten. Am Sonntage Quasimodo... Oh Gott, was ist das denn? Am Sonntage Quasimodo Geniti, 1581, des Nachts ist abermals ein schrecklich Feuerzeichen gegen Mitternacht wärts am Himmel gesehen, desgleichen den 26. Augusti. Den 28. Mai sind drei Sonnen in einem Regenbogen eingeschlossen gesehen worden. Den 17. März 1588 hat man von der Sonnenaufgang bis zum Mittag einen großen Zirkel und Hof um die Sonne gesehen, auch einen übernatürlichen Regenbogen und zwei Nebensonnen. Darauf ist des folgenden Tages, an welchem, jedoch an unterschiedlichen Örtern, der märkische Adel ist gemustert worden, ein überaus großer Sturmwind erfolgt, der an Gebäuden und Dächern großen Schaden getan. Den 18. Oktober 1594 nach Mitternacht sind vier gelblichte Monden, durch welche jeder ein weißes Kreuz gegangen und ein befinsternder Mond beiseits gesehen worden. Über den Monden aber ist ein türkischer Flitzebogen mit einem Pfeil und darüber ein Regenbogen mit über sich gekarten Hörnern entstanden. Was beschreibt unser Autor da? Na, außerirdisch. Außerirdisch. Na klar, also klar. Meinst du, Außerirdische gab es schon im 16. Jahrhundert? Die gibt es doch erst im 20. Jahrhundert. Naja, guck mal, man muss ja überlegen. Ne? Im 16. Jahrhundert hast du ja viele Dinge nicht mehr, die jetzt herhalten, so für außerirdische Sichtungen. Also zum Beispiel keine irgendwelchen geheimen Raketentests, ne? Oder keine Flugzeuge oder keine Satelliten. Also das heißt, oder keine projizierten Straßenbahnen oder Autolichter, keine Straßenlaternen. Also du hast ja diese ganzen künstlichen Lichter, die jetzt völlig zu Recht irgendwie daherhalten, sowas mal zu erklären, solche unerklärlichen, übernatürlichen Phänomene, die fallen da auf jeden Fall weg. Also es bleiben dann irgendwelche meteorologischen Phänomene, die wir nicht kennen, weil wir keine Meteorologen sind. Und natürlich die Außerirdischen. Aber ich weiß jemanden, der das vielleicht uns erklären könnte, der leider nicht hier ist, der in der Schweiz wohnt. Das ist ganz einfach, hast du Wikipedia auf? Natürlich. Mach mal Wikipedia auf. So, ja. Gib mal ein H. Warte. H. Warte. Dein Internet ist so langsam. H. A. L. O. O. Hallo, Lichteffekt. Genau. Halo ist ein Sammelbegriff für Lichteffekte der atmosphärischen Optik, die durch Reflexion und Berechnung von Licht an Eiskristallen entstehen. Je nach Größe und Orientierung der Eiskristalle sowie dem Winkel, unter dem Licht auf die Kristalle trifft, entstehen an verschiedenen Stellen des Himmels teils weißliche, teils farbige Kreise, Bögen, Säulen oder Lichtflecken. Oh ja. Noch mehr? Ja, Nebensonne. Zwei helle Lichtflecken links und rechts der Sonne. Das ist ein Effekt von diesen Halo-Erscheinungen oder Halo. Zirkumzenitalbogen, ein mondförmiger bunter Bogen, der nahe dem Zenit zu sehen ist. Zirkumhorizontalbogen, ein bunter Lichtbogen unterhalb der Sonne, der nur wenige Grad über dem Horizont zu sehen ist. Weißt du was? Ich kann mir vorstellen, warum uns das vielleicht nicht so klar ist und wir das nicht sehen.
es ist ja toxisch, in die Sonne zu gucken. Du kriegst ja richtig diese UV-Strahlen, oder Beta-Strahlen, oder Gamma-Strahlen, weiß der Geier. Also die Strahlen der Sonne machen ja de facto einen irreversiblen Schaden der Retina. Ne? Also die können dir wirklich bleibende Schäden des Augenlichts. Das haben wir bei Donald Trump gesehen bei letzten Sonnenfinsternis. Naja, ich meine aber ganz ehrlich, das hat ja eigentlich fast jeder auf dem Trichter und guckt deswegen nicht in die Sonne. Also mir geht es zumindest, ich gucke nie in die Sonne. Auch nicht mit Sonnenbrille. Das fällt aber auf. Nein, das ist einfach ein relativ seltenes Phänomen, weil durch die ganze Klimaerwärmung. Nein, keine Ahnung. Aber so oft erwähnt, also das klingt ja nicht so. Wieso? Das war jetzt 10-mal in einem Jahrhundert. Halo-Erscheinung. Schau dir mal die Bilder dazu an. Da gibt es Bilder auf dieser Wikipedia-Seite. Ja, sieht krass aus. Ja, ist echt schön. Mhm. Da ist jetzt, ist es jetzt nicht besonders spirituell. Man kann es einfach erklären. Das ist halt, wenn sich Eiskristalle in der Luft, ja, sieht darum wird es. Das, da ändert sich das Wetter, es wird kalt, natürlich. Du meinst das hier mit dem Skilift, ne? Ja, zum Beispiel mit den Nebensonnen und den Regenbogen. Das sind genau die Phänomene, die er beschrieben hat und natürlich nicht erklären kann. Inzwischen ist die Wissenschaft da weiter und weiß, das hängt an den Kristallen in der Luft. Mhm. Das sieht natürlich fantastisch aus. Ja, gerade in den Bergen, da tritt sowas natürlich häufiger auf. Und natürlich wird das Wetter danach kalt und mies und das Gemüse verfault. Das geht ja einher damit, aber da ist Ursache und Wirkung vertauscht. Und das ist so. Nee, das geht ja nicht einher damit. Warum soll es mit dem Halo-Effekt einhergehen? Das ist ja Quatsch. Naja, wenn du die Eiskristalle in der Luft hast, dann wird dann das Wetter kalt. Es ist nicht, also nicht diese, nicht diese Himmelserscheinung ist Ursache dafür, dass es kalt wird, sondern es wird kalt und deshalb gibt es diese Himmelserscheinung. So meine ich das. Und das, ne, also, das ist so, Wissen ist jetzt 400 Jahre weiter und wir können jetzt diese Phänomene, die in der Chronik auftauchen, können wir jetzt ganz normal wissenschaftlich erklären. Man kann sich die Wikipedia-Seite zu Halo-Lichteffekt mal anschauen. Das sind wirklich sehr schöne Bilder. Und das eigentlich alles erklärt, was Herr Haftitz uns da gerade ausführlich beschrieben hat. Ich mache noch kurz zwei Punkte und dann machen wir ein kleines Päuschen, oder? Ja, gerne. Feuerzeichen. Also Feuerzeichen werden immer wieder gerne geschrieben. Den 15. September 1556 um 9 Uhr des Abends ist zu Küstrin, in der Neumark, ein schrecklich Himmelszeichen gesehen, das sich unzählige viel Feuerflammen am ganzen Himmel erzeigt, samt zwei brennenden Feuersäulen. Nach diesem Gesicht ist eine Stimme erschollen, welche deutlich geschrien und gerufen, wehe, wehe, wehe der Christenheit. Mhm. Abgefahren. So, und letztes Mal hatten wir Elisabeth von Dänemark. Warte mal, Elisabeth von Dänemark war diese Revolutionär-Ehefrau, die zum Protestantismus übergetreten ist. Genau. Von Achilles? Nee, Achim Hector? Nestor. Nestor, von Nestor, von dem Hohenzollern, genau. Genau. Die dann nach Sachsen abgehauen ist. Ja, zu ihrem Bekannten. Ja, zu dem Onkel, zum Fürsten von Sachsen und von ihrem Bruder, den König von Dänemark, da entführt wurde. Jetzt kommen wir von Elisabeth von Dänemark. Also gerettet wurde und dahin gebracht wurde, nicht entführt. Ja, klar. Ja. Natürlich, ja. Reformation war unser letztes Thema. Alles gute Nachträge zum Reformationstag. Ah ja, herzlichen Glückwunsch, danke. Ich bin, nehme ich mal so hin. Elisabeth. Also von Elisabeth von Dänemark geht es jetzt zu Erich von Däniken. Okay. Verdienter Mann. Sagt dir was, ne? Ja klar, kenne ich Erich von Däniken. Ist heute unser Thema. Heute ist hier Star Wars angesagt oder Star Trek. Also Erich von Däniken hat auf jeden Fall ein Museum in der Schweiz. Ja. Ja, nein. Es gab ja Außerirdische, muss es ja auch schon im 16. Jahrhundert gegeben haben. Ne? Also das Universum, das Weltall, den Weltraum, den gab es ja nicht erst seit 1900. Ja, soll ich was zu Erich von Däniken sagen oder machst du das? Wenn du spontan was weißt, sag was. Ja, na klar. Also Erich von Däniken ist... Also ich bin sein Biograf. Du hast das alles geschrieben. Nein, du bist ein Ghostwriter. Also Erich von Däniken beschäftigt sich so mit den Theorien, dass die Außerirdischen schon auf der Erde waren. Und ich meine auch, dass er dieser Verfechter dieser Transspermie-Theorie ist. Dass sozusagen wir sind Nachkommen von Außerirdischen, die irgendwann mal auf diesen Planeten gekommen sind. Und also wenn jetzt Erich von Däniken zuhört, moin, der würde sagen, das ist nicht alles nicht so ganz korrekt, wie ich sage, aber es geht zumindest in diese Richtung, ja. Und denn er führt ja Beispiele an, wie zum Beispiel der Pyramidenbau oder andere symmetrische Gebäude auf der Erde verteilt in einem symmetrischen Zusammenhang zueinander stehen, dass man vermuten muss, dass eine hochintelligente, technologisch fortschrittliche Zivilisation da mit am Werke war oder dem Menschen geholfen hat irgendwie. So. Was man aber sagen muss, er ist auch schon jemand, der
Ich glaube, das ist wirklich ein Arbeitstier, der das auch echt glaubt und auch wahnsinnig viel recherchiert, hat sehr viele Bücher geschrieben. Natürlich wird er damit auch Geld verdienen, völlig klar. Das ist eine Religionsabweis. Und ich habe ihn mal bei Lanz gesehen mit Lesch. Lesch ist ja ganz toll, ne? Das ist ja unser Science Guy, unser German Science Guy, dieser von der, aus München, der Professor, ne? Den kennst du, ne? Lesch? Ja. Und ich muss sagen, ich fand's echt krass, wie gut sich Erich von Däniken geschlagen hat. Mit dem Lesch. Also der hat den, die haben sich, also ich finde wirklich, dass sie sich auf eine gewisse Weise auf Augenhöhe irgendwie getroffen haben, weil er schon, also Erich von Däniken ist schon, also er weckt den Anschein, dass er schon so auf Argumente eingeht und reflektiert ist und so weiter. Hm. Und wenn man ihm so zuhört, das ist schon echt interessant. Aber was er immer macht und ins Feld führt, er sagt dann so immer, ja, die Pyramiden, ja, das konnten die damals noch gar nicht. Ja, das konnten die damals noch gar nicht. Das ist immer so sein Totschlagargument. Das konnten die Menschen noch gar nicht. Und das finde ich schwierig, also sich da hineinzuversetzen und das zu beurteilen, ob sie es wirklich nicht kennen. Weil, also genau das, was du gebetsmühlenartig immer wieder sagst, die Menschen waren so wie heute, waren früher so wie heute. Und dann waren da auch Leute bei, die vielleicht auch klasse Ideen hatten, sowas einfach umzusetzen. Ja, denke ich auch, ja. Aber ja. Ja, genau. Also das ist Erich von Däniken. Ja, das sind mal so die Grenzen des Wissens, aber das macht es ja auch spannend. Ne? Das ist ja dann auch so dieser Übergang zur Fantasie zwischen Science und Fiction, zwischen Geschichte und Geschichten. So, das ist natürlich, ja, das ist kulturell für uns Menschen natürlich wichtig. Aber ich glaube, unsere Podcast-Folge, die würde heute um 3 Uhr nachts auf den History Channel laufen oder so. Ancient Aliens. Nein, aber es macht schon, also ich find's doch recht unterhaltsam, Erich von Däniken zuzuhören. Da gibt's sehr viele YouTube-Videos und bei vielen Sachen sagt man sich, da schlägt man vielleicht die Hände über den Kopf zusammen, aber es ist schon wirklich interessant. Ja, cool. Dann hören wir jetzt mal Peter Haft zu. Mhm. Und zwar, jetzt ist Star Wars angesagt. Aber wie kamst du jetzt so wie ich von denen? Ich habe hier eine Passage einer Weltraumschlacht gefunden, aus dem Jahre 1586. Mhm. Für ich nochmal. Ja, natürlich. Den 3. Februari 1586 sind an etlichen Örtern in der Kurbrandenburg des Nachts Gezelte am Himmel gesehen, aus deren jeglichs ein Haufen geharnischter Leute gegeneinander gezogen und gleich als mit Buchsen feindselig aufeinander geschossen. Und obwohl der eine Haufe dem anderen überlegen, also dass er denselben dreimal ins Gezelt gejagt, so hat sich doch der kleine Haufe wieder ermannet, gewandt und den großen geschlagen. Darauf ist eine schwarze, dicke Wolke gekommen, welche die Kriegsleute samt den Gezelten bedeckt, dass man nicht gewusst, wo sie geblieben seien. Dies hat man auch eben dieselbige Nacht im Stift Hildesheim gesehen, wo es etliche Glaubwürdige von Adel bericht, sind ohne Zweifel die Expedition des Bellicale so bis daher gewesen dadurch bedeutet worden. Krass. Also es ist eine Berliner Sichtung und die haben mir noch einen Faktencheck gemacht mit Leuten aus Hildesheim. Nö, da waren so ein paar Dreiecke am Himmel und die haben wohl aufeinander geschossen. Ja, krass. Ey, das ist doch krass, oder? Naja. Das finde ich jetzt schon ein bisschen spooky. Oder? In dem Sinne gehen wir jetzt in die Pause. Wir gehen in die Pause. Cliffhanger. Ja, die Pause ist vorbei. Du schreibst jetzt noch nichts? Nee, und wir nehmen auch wirklich auf und wir machen auch wirklich weiter nach der Pause, nicht wie beim letzten Mal. Ja, sorry. Ja, schön, ich habe jetzt genug gesagt. Also wir haben über die Sternerscheinung gesprochen, wir haben über Erich von Däniken gesprochen. Der Weltraum. Der Weltraum. Unendliche Weiten. Und dann wollen wir natürlich das auch so ein bisschen, ja, ins wissenschaftliche Licht rücken. Also ich habe ja schon zum einen erwähnt, Herr... Tycho Brahe. Brahe, ne, der die Sterne gezählt hat, da Bewegung entdeckt hat und es bildet sich ja, also was man damals schon ziemlich genau weiß, ist, dass die Erde rund ist, dass sie, was ich vorhin erzählt habe mit Aristoteles und diesen Scheiben da, dass das eigentlich so festgetackert ist in Diamanten, schön. Genau, in Sphären, Diamanten, Lamellen und so weiter. Aber wer natürlich ein ganz wichtiger Zeitgenosse ist im 16. Jahrhundert, ist Kopernikus. Und lieber Janni, ich habe den lieben Florian Freistetter angesprochen. Florian Freistetter kennst du vielleicht, das ist ein Podcaster. Ich meine, er ist auch Astronom. Ja, Gott, Florian, ich hoffe, ich habe richtig recherchiert. Und ich hatte mit ihm so ein bisschen E-Mail-Kontakt, er sollte eigentlich live dabei sein, aber er ist sehr viel beschäftigt. Er hat, glaube ich, auch mehrere Podcasts, die ich auch gerne höre. Er macht das ganz toll und er hat mir einen 15-minütigen Mitschnitt aus seinem Podcast Sternengeschichten überlassen, den wir hier einfügen dürfen.
Und den spielen wir euch jetzt vor. Das sind 15 Minuten, wo er nochmal das ganze Leben und Wirken von Kopernikus berichtet und erzählt. Und das spielen wir euch jetzt mal vor. Sternengeschichten, Folge 403. Nikolaus Kopernikus. Nikolaus Kopernikus. Es gibt nur wenige Namen aus der Wissenschaft, die so gut wie alle Menschen kennen. Albert Einstein, Charles Darwin, Stephen Hawking, Isaac Newton. Und Nikolaus Kopernikus gehört da sicher auch dazu. Immerhin haben wir ein ganzes Weltbild nach ihm benannt, das kopernikanische Weltbild. Und als wir diese besondere Sicht auf die Welt akzeptiert haben, war das die kopernikanische Revolution. Kopernikus war also definitiv kein unwichtiger Mensch und es lohnt sich, ein bisschen genauer auf sein Leben und seine Arbeit zu schauen, auch wenn die meisten sicher wissen, wofür er berühmt ist. Kopernikus hat gezeigt, dass nicht die Sonne sich um die Erde dreht, sondern die Erde um die Sonne, dass wir nicht im Zentrum des Universums stehen. Und das ist richtig, aber die ganze Geschichte ist ein bisschen komplizierter und länger. Nikolaus Kopernikus ist am 19. Februar 1473 in Thorn geboren worden. Das heißt heute Torun und liegt in Polen. Damals war es aber Teil von Königlich Preußen, nicht zu verwechseln mit dem Königreich Preußen, aber die Geografie dieser Ecke von Europa zur damaligen Zeit aufzudröseln, ist eine wirklich komplizierte Angelegenheit und nicht das Thema dieser Folge. Kopernikus hieß damals auch nicht Kopernikus, sondern Niklas Kopernik. Erst später hat er, wie es damals unter den gebildeten Menschen üblich war, eine lateinische Version seines deutschen Namens angenommen, eben Nikolaus Kopernikus. Sein Vater war ein reicher Kupferhändler, ist aber schon gestorben, als Nikolaus erst 10 Jahre alt war. Zum Glück gab es noch Verwandte, zum Beispiel Lukas Watzenrode, der war Fürstbischof von Ermland und der Onkel von Kopernikus. Der hat sich jetzt um die Kinder seiner Schwester gekümmert und es Nikolaus ermöglicht, eine gute Ausbildung zu absolvieren. 1491 ist er 18 Jahre alt und beginnt ein Studium an der Universität Krakau. 1492 entdeckt Kolumbus Amerika und das zeigt sehr gut, in welchen aufregenden Zeiten Kopernikus gelebt hat. Überall waren Entdecker unterwegs, haben Gegenden der Erde erreicht, wo vorher noch niemand war, also zumindest niemand aus Europa. Kopernikus, der bleibt bis 1494 an der Uni und verlässt sie dann ohne einen Abschluss gemacht zu haben. Sein Onkel verschafft ihm einen Job in der Kirchenverwaltung in Frauenburg und da ist nicht viel zu tun, deswegen hat er genug Zeit, um 1496 nach Italien an die Universität Bologna zu gehen, um dort weiter zu studieren. Kopernikus reist durch die Gegend, Bologna, Rom, Padua, überall lernt und studiert er Theologie, Medizin, Jura, Griechisch und kommt auch mit Astronomie in Kontakt. Vor allem an der Universität Bologna gab es damals ein paar fortschrittliche Denker, bei denen er vermutlich das erste Mal davon gehört hat, dass es auch Alternativen zur damals anerkannten Sicht des Universums gibt. Denn Kopernikus war nicht der Erste, der die Idee mit dem kopernikanischen Weltbild gehabt hat. Das, von dem man damals überzeugt war, war das geozentrische oder ptolemäische Weltbild und es hat dem entsprochen, was alle auch mit eigenen Augen Tag für Tag sehen können. Die Erde bewegt sich nicht. Sonne und Mond ziehen über den Himmel, die Sterne drehen sich in der Nacht um die Erde. Die Erde selbst aber macht gar nichts und ist unbewegt im Zentrum von allem. Was auch den Philosophen im antiken Griechenland nicht nur offensichtlich, sondern auch höchst logisch erschienen ist. Vor allem Aristoteles war dieser Meinung, ja, dass die Erde das Zentrum des Universums sein muss. Das würde man ja schon daran sehen können, dass die Dinge immer nach unten fallen. Denn jedes Ding will seinen natürlichen Ort erreichen und der ist eben das Zentrum von allem. Und wenn alles von oben nach unten auf die Erde fällt, dann muss die Erde genau in diesem Zentrum sein. Dass die Sonne und die Sterne nicht runterfallen, das liegt nur daran, dass für sie andere Gesetze gelten. Die sind Teil einer ganz anderen Welt, einer göttlichen Welt, die ewig und unveränderlich ist. Die Himmelskörper, die sind an kristallenen Sphären montiert, die sich um die Erde drehen und alles wird von einer ganz besonderen Kugelschale eingehüllt, an der die Lichter der Sterne befestigt sind. Dieses Universum der damaligen Zeit, das war klein und heimelig, in der Mitte die Erde, außen herum der göttliche Himmel.
Im ersten Jahrhundert hat der griechische Philosoph Claudius Ptolemäus das gesammelte Wissen über die Struktur und Bewegung der Himmelskörper zusammengefasst, und dieses monumentale Werk, das war auch noch zu Kopernikus Zeiten unbestritten. Daran haben sich alle gehalten und nach dem haben sich alle gerichtet. Aber es gab immer schon eine Minderheit an Philosophen, die das ganz anders gesehen haben. Aristarch von Samos zum Beispiel, der hat schon im 3. Jahrhundert vor Christus korrekt erkannt, dass die Sonne sehr viel größer als die Erde sein muss, und war der Meinung, dass es deswegen viel sinnvoller sein würde, wenn sich die kleine Erde um die große Sonne bewegt und nicht umgekehrt. Und auch im europäischen Mittelalter, da gab es immer wieder Forscher, die Zweifel an diesem ptolemäischen Weltbild, am geozentrischen Weltbild hatten. Denn wenn man damit probiert, die Position der Himmelskörper zu berechnen und vorherzusagen, dann klappt das nie so genau, wie man es gern gehabt hätte. Wenn sich alles auf Kreisen um die Erde herum bewegt, dann müssten die Planeten das ja zum Beispiel auch immer mit der gleichen Geschwindigkeit tun. Tatsächlich sind die Planeten aber unterschiedlich schnell. Das kann man am Himmel beobachten. Die bewegen sich nicht immer gleich schnell. Und noch mehr, manchmal bleiben die sogar ganz stehen und bewegen sich eine Zeit lang rückwärts, bevor sie den Weg wieder in die ursprüngliche Richtung fortsetzen. Um all diese Phänomene mit einer unbewegten Erde im Zentrum der Dinge in Einklang zu bringen, ist man gezwungen gewesen, sehr komplizierte Veränderungen zu erfinden. Da haben sich die Planeten nicht mehr auf Kreisen bewegt, sondern auf Kreisen, die entlang von anderen Kreisen um die Erde rollen und so weiter. Ich habe das alles in Folge 115 schon genauer erklärt. Da habe ich über die Epizykeltheorie gesprochen. Als Kopernikus damals also in Italien studiert hat, da gab es durchaus schon einige, die dieses Weltbild in Frage gestellt haben, beziehungsweise hat er dort auf jeden Fall von den Philosophen der Vergangenheit gelernt, die genau das getan haben. 1503 hat Kopernikus dann seine Studien abgeschlossen, mit einem Doktorat für Kirchenrecht. Ja, in den anderen Fächern hat er keine offiziellen Abschlüsse gemacht. Danach ist er zurück in seine Heimat gegangen und hat bei seinem Onkel, dem Bischof, als Arzt und Sekretär gearbeitet. Später war er dann Domherr in Frauenburg, also so eine Art hoher Kirchen- oder Staatsbeamter. Und dementsprechend war auch seine damalige Arbeit. Er hat sich mit der Verteilung verlassener Bauernhöfe beschäftigt, mit der Reformation der Brotpreise, einer Überarbeitung des Geldsystems und des Münzwesens. Und diese Arbeit, die hat er durchaus gut gemacht. Er gilt heute als einer der wichtigsten Ökonomen des 16. Jahrhunderts. Seine theoretischen Arbeiten über die Wirtschaft, die waren wirklich wichtig und wegweisend. Aber natürlich ist er viel mehr für seine astronomische Arbeit bekannt. Denn für Astronomie hat er sich immer schon interessiert. Er hat auch eigene astronomische Beobachtungen angestellt, wenn auch keine sehr guten. Aber er hat sich Gedanken gemacht. Das erste Mal aufgeschrieben hat er diese Gedanken schon, nachdem er aus Italien zurückgekommen ist. Es waren nur 10 Seiten damals, mit dem Titel »Hypothesen über die Bewegung des Himmels«. Aber schon in diesen 10 Seiten stand der Satz »Der Erdmittelpunkt ist nicht der Mittelpunkt der Welt«. Diese kurze Abhandlung, die hat er nicht offiziell veröffentlicht, aber die ist unter Bekannten und Gelehrten herumgereicht worden. Sogar der damalige Papst hat davon gehört, und es hat ihn auch nicht wirklich gestört, dass da jemand die Erde aus dem Mittelpunkt des Universums verdrängt hat. Das war damals nicht so arg. Von einem anderen Kardinal ist Kopernikus sogar noch ermuntert worden, seine Erkenntnisse endlich offiziell zu veröffentlichen. Hat Kopernikus aber nicht gemacht. Nicht unbedingt aus Angst vor der Kirche, wie man heute oft hört. Ja, das war vielleicht später auch ein Grund, aber sicher nicht der einzige. Er hat sich vermutlich viel mehr darum gesorgt, unter den Gelehrten als großer Spinner dazustehen, wenn er da plötzlich mit einem komplett neuen Weltbild ankommt, das so offensichtlich dem widerspricht, was man ja mit eigenen Augen sehen kann. Irgendwann hat er sich aber doch überreden lassen und seine ganzen Ideen ausführlich aufgeschrieben. Das Buch heißt De Revolutionibus Orbium Coelestium, auf Deutsch heißt das Über die Umschwünge der himmlischen Kreise. Das hat er gemacht, vor allem um diese ganze Angelegenheit mit der Bewegung der Himmelskörper ordentlicher zu machen. Denn wenn die Erde nicht unbewegt im Mittelpunkt steht, sondern sich selbst auch um die Sonne herum bewegt, ist es auf einmal ganz logisch, dass wir die anderen Planeten mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten beobachten. Je nachdem, wie wir selbst uns gerade bewegen, sehen wir sie mal schneller und mal langsamer. Und ab und zu kann es auch passieren, dass wir einen anderen Planeten scheinbar rückwärts laufen sehen. Wir befinden uns eben selbst auf einem sich bewegenden Beobachtungspunkt.
Man darf jetzt dieses Werk von Kopernikus aber nicht mit moderner Naturwissenschaft verwechseln. Die ist erst lange nach ihm entwickelt worden. In seinem Buch findet man zum Beispiel Aussagen wie diese hier. In der Mitte aber von allen steht die Sonne. Denn wer wollte diese Leuchte in diesem wunderschönen Tempel an einen anderen oder besseren Ort setzen als dorthin, von wo sie das Ganze zugleich beleuchten kann? So lenkt in der Tat die Sonne auf dem königlichen Thron sitzend die sie umkreisende Familie der Gestirne. Das sind philosophische Argumente und keine physikalischen. Und tatsächlich hat Kopernikus auch keinen physikalischen Grund angeben können, warum denn die Erde um die Sonne laufen sollte und nicht umgekehrt. Aber im Rahmen dessen, was zu seiner Zeit möglich war, war die Arbeit von Kopernikus durchaus bemerkenswert. Aristoteles zum Beispiel, der war noch der Meinung, die Himmelskörper müssten sich deswegen auf Kreisen bewegen, weil das ebenso die Art von göttlichen Dingen im Himmel ist. Kopernikus, der war auch fest davon überzeugt, dass alle Planeten sich auf Kreisbahnen bewegen, er ist aber ohne Gott als Grund ausgekommen. Er hat gedacht, das muss so sein, weil die Planeten eben selbst auch kreisrund sind. Und da, wo Aristoteles gedacht hat, dass alles nach unten fällt, weil es ins Zentrum des Universums will, hat Kopernikus behauptet, dass die Dinge deswegen auf die Erde fallen, weil Materie eben gern bei anderer Materie ist und sich dorthin bewegen will, wo viel Materie zu finden ist. Was in der Form ein bisschen seltsam klingt, aber 200 Jahre später von Isaac Newton auf die solide mathematische Basis des Gravitationsgesetzes gestellt worden ist. Jedes Objekt mit Materie zieht jedes andere Objekt mit Materie an und deswegen fallen die Dinge auf der Erde nach unten. Ein weiteres klassisches Argument gegen die Drehung der Erde war die Behauptung, dass ja zum Beispiel ein Stein, den man gerade nach oben wirft, irgendwo anders runterkommen muss, weil sich die Erde ja ein Stück gedreht hat, während er in der Luft war. Und das passiert ja offensichtlich nicht. Kann man beobachten, wenn man einen Stein gerade nach oben wirft, kommt er genau dort runter, wo man ihn hochgeworfen hat. Kopernikus hat deswegen erklärt, ja, das passiert deswegen nicht, weil sich die Lufthülle um die Erde und alles darin mit ihr mitdreht, womit er absolut recht gehabt hat. Die Erde bewegt sich um ihre Achse und täuscht somit den Himmelsumschwung nur vor. Das hat Kopernikus geschrieben. Seine geschriebenen Worte, die hat er sogar noch lesen können, aber nur kurz. Wenige Wochen nach der Veröffentlichung seines Buches im Jahr 1543 ist Nikolaus Kopernikus gestorben. Die nach ihm benannte Revolution, die hat er dadurch natürlich auch verpasst. Die hat aber auch ein bisschen gedauert. Zuerst mal ist nicht viel passiert. Ja, man hat sein Modell als interessante, spannende Alternative zur Berechnung der Planetenbewegung betrachtet, aber nicht unbedingt als reale Beschreibung des Universums. Vor allem deswegen, weil das Modell von Kopernikus auch nicht viel genauer war als das alte vom Ptolemäus. Auch Kopernikus ist in seiner Beschreibung des Universums nicht mit reinen Kreisbahnen ausgekommen. Auch er hat Kreise auf Kreisen rumlaufen lassen müssen, damit alles halbwegs irgendwie zu den Beobachtungen passt. Die kopernikanische Revolution, die haben andere vollendet. Galileo Galilei, der im 17. Jahrhundert als erster durch ein Teleskop zum Himmel geschaut hat und zum Beispiel gesehen hat, dass auch der Jupiter von Monden umkreist wird, also sich definitiv nicht alles nur um die Erde dreht. Und vor allem war es Johannes Kepler, der hat endlich den Mut gehabt, von den Kreisbahnen abzuweichen und hat mit seinen keplerschen Gesetzen erklärt, wie sich die Himmelskörper wirklich bewegen, nämlich auf elliptischen Bahnen. Und damit waren dann auch die Vorhersagen auf einmal wirklich genau. Und als letztes kam dann noch der große Isaac Newton, der gezeigt hat, dass es keine Trennung zwischen Himmel und Erde gibt, dass alles nach den gleichen Naturgesetzen funktioniert und die Kraft, die für die Bewegung der Himmelskörper verantwortlich ist, mathematisch berechnet werden kann. Nikolaus Kopernikus, der stand weder am Anfang der kopernikanischen Revolution noch an ihrem Ende. Er war genau in der Mitte, was irgendwie ganz passend ist oder unpassend, je nachdem, wie man es sehen will. Ja, lieber Florian, an der Stelle wirklich vielen Dank, dass du uns diesen Ausschnitt zur Verfügung gestellt hast und dass wir den hier
reinnehmen können. Ich fand es echt cool, hat auch wirklich super gepasst zu den ganzen Dingen, die wir gesprochen haben. Jani, wie fandest du es? Ja, super, vielen Dank. Ja, ich liebe ja Österreich, hat auch die Sprache. Ja, Österreich ist cool. Schön. Österreich ist schönes Land. Ja, Revolution, ne? Dass das Wort da eine Umkehr, eine Umdrehung ist. Ne? Das ist immer schön so, Revolution, Evolution, die Derevolution, Orbium, Celestium, die Umdrehung um die Sterne. Ja, ist ja genau unsere Zeit auch, 1543, ne? Die Chronik, absolut, der ich davor gelesen habe, die kommt ja aus der Zeit. Auch schön, dass Kopernikus oder Nikopernik, wie ist auch ein polnischer Nationalheiliger quasi, dass die halt auch, das ist schön, diese Verbindung zwischen Ökonomie und Astronomie, dass sich also Kopernikus, Kopernik, Kupferhändler, sich auch damit beschäftigt hat. Weil in der Chronik wird ja auch immer ganz klar der Zusammenhang zwischen astronomischen Erscheinungen und Teuerungen dargestellt. Und ne, das hat ja durchaus diese ökonomische Komponente, hat ja auch immer einen Einfluss auf die Menschheit gehabt. Ich fand es auch schön, was er gesagt hat, mit, dass das so keine Ketzerei war, das zu denken. Das habe ich mir auch rausgeschrieben. Sondern dass man, also es wurde keineswegs als Ketzerei angesehen, sondern allenfalls als Hirngespinst, das mal eher gesagt. Und man ist ja gar nicht ernst zu nehmen, das ist einfach eine Macke, ne? Ja, wenn man so liest, was da sonst so geschrieben wurde, ja, weil. Der ist nicht mal ein Inquisitionsverfahren wert. So ja, da waren sie bei Galileo Galilei später tatsächlich ein bisschen unentspannt. Ich wollte es noch mal ganz kurz, was ja im Prinzip der liebe Florian ja schon gemacht hat. Also nochmal zeitlich einordnen. Also wir haben Kopernikus, dann haben wir diesen Tycho Brahe, ja, der diese Sterne zählt und so weiter. Der trifft auch Kepler in Prag. Was klar, diese Keplerschen Gesetze, das hat er alles erzählt. Die kann ich nicht, das kann ich ja nicht irgendwie erklären. Ich bin ja kein Astronom. Was lustig ist übrigens an Kepler, der hat so eine fantastische Wissenschaft auch gemacht, indem er Melodien für Planeten komponiert hat. Das ist ganz lustig. Genau. Und Galileo ist es, der mit dem ich wollte schon sagen Stethoskop, mit dem Teleskop. Und der ist 1564 in Pisa geboren. Genau. Ja, also Florian, nochmal vielen Dank, dass du uns das zur Verfügung gestellt hast. Und an der Stelle sei nochmal erwähnt, Florian Freistetter macht einen ganz tollen Podcast, die Sterngeschichten. Er macht auch noch andere Podcasts. Er ist auch im Internet zu finden. Also das lohnt sich reinzuhören. Es macht richtig Spaß. Ja, Jani. Ja, generell immer interessant. So, was ist der aktuelle Wissensstand? Ne? Wenn Kopernikus nicht am Anfang und nicht am Ende der kopernikanischen Wende stand, dann was passiert davor? Was passiert danach? Es ist immer eine Frage auch der Perspektive und wie weit kann man so gucken? Und immer eine Frage von Mikrokosmos, Makrokosmos. Und auch Isaac Newton hat ja so lange recht gehabt, bis am Ende Albert Einstein kam und gemeint hat, dass mit den Gravitationssachen im Universum ist ja doch noch ein bisschen anders. Weil ist es so, ja? Ja. Okay. Relativitätstheorie, das ist so. Ich habe das Gefühl, dass wir auf dünnem Eis sind, aber gut, red weiter. Oh, ich weiß Kuma nicht, vom Eisholen. Ich weiß nicht, wenn die Mediziner und Philosoph über Physik reden, da werde ich skeptisch. Philosoph, ich kann theoretisch alles. Nein, Erkenntnistheorie ist durchaus spannend. Klar. Nein, man kann auch irgendwelche Beobachtungen im Weltraum nicht mit den Newtonschen Gesetzen erklären. Und das ist tatsächlich das, was dann am Ende Albert Einstein schafft mit der Relativitätstheorie, die dann mit diesem Venus-Dings da bewiesen ist. Nee, das war was anderes. Das war James Cook, der Venus. Ja, weißt du, und ich finde auch, dass diese Erkenntnis mit diesem heliozentrischen Weltbild, das ist ja auch das, was unser Freund Georg in seinen philosophischen Beiträgen immer wieder erwähnt hat, dass so viele Erkenntnisse auf vielen Schultern stehen. Ja, und auch das zeigt es wieder, ne? Dass es halt einfach auch schon Theorien gibt, die viele hundert Jahre davor sind und dass so eine große, also Erkenntnistheorie eben über Jahrhunderte, Dekaden von vielen klugen Menschen immer weiterentwickelt wird. Und so funktioniert Wissenschaft und so hat es damals funktioniert Wissenschaft und so heute auch. Standing on the shoulders of giants. Das ist ja auch so, das spielt ja auch in die Psychologie mit rein. Das ist ja auch eine der drei großen Kränkungen der Menschheit, ne? Also eine ist ja dann Sigmund Freud, der Mensch ist nicht Herr im eigenen Haus, so im Oberstübchen mit Über-Ich, Es und hast du nicht gesehen. Dann die kopernikanische Kränkung, der Mensch ist gar nicht mal Mittelpunkt des Universums. Na, das ist natürlich, hat das auch eine theologische Komponente, wenn die Welt und Gott, wenn auf einmal die Erde nicht mehr Mittelpunkt des Universums ist, sondern einfach nur ein großer Gesteinshaufen, der sich wie viele tausend andere um irgendeinen Fixstern dreht. Und es war auch schön, dass Florian das erwähnt hat, es fällt ja auch zeitlich zusammen, zumindest grob, mit der Entdeckung der neuen Welt, ne? Dass da nicht nur, also wir sind nicht im Zentrum der Welt, sondern es gibt irgendwie noch auf der Erde auch noch irgendwie andere Kontinente und so weiter. Jani, weißt du was, es passt ja, also
eigentlich passt es zeitlich gar nicht, aber es passt irgendwie so kognitiv in die Denke unseres Podcasts. Ich habe so gedacht, heliozentrisches Weltbild, ich kam sofort darauf, so auch auf dieses Thema, die Erde ist eine Scheibe. Ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, aber was denkst du denn, wie lange, ich wollte das gerne mal ganz kurz besprechen, was denkst du denn, wie lange man gedacht hat, dass die Erde eine Scheibe ist? Ja, die alten Griechen wussten das schon, dass das die Erde keine Scheibe ist. Ja. Aber du meinst jetzt so hier in Mitteleuropa. Genau. Wie war denn dieses Weltbild, dass die Erde auf dem Panzer einer Schildkröte von Elefanten getragen und meinst du das? Nee, ich möchte einfach mal wissen, also sag mal aus dem Bauch heraus, also klar, in der Antike wusste man das schon, es ist keine Scheibe, aber sag mal aus dem Bauch heraus, wie lange das hier so Lehrmeinung war, oder? 1600? Ja, es ist wahnsinnig spannend. Das ist falsch, ne? Also, pass auf. Also es gibt in der Bibel, im Buch Hiob und Jesaja, da gibt es Andeutungen, dass die Erde eine Scheibe ist. Ja, aber Pythagoras im 6. Jahrhundert vor Christus hat damit eigentlich aufgeräumt. Auch Platon geht schon von einer Kugelgestalt aus. Hm. Und auch die perfekte Aristoteles, Form, die Kugel. Aristoteles führt das alles weiter, hat sogar so ein paar Beweise, die er ins Feld führt, zum Beispiel, dass der Erdschatten bei einer Mondfinsteres immer stets rund ist und so weiter. Und der springende Punkt ist, dass im Mittelalter, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, Aristoteles rezipiert wird und wirklich die Lehrmeinung im Mittelalter ist, dass die Erde rund ist. Und jetzt kommen wir dazu, dass das Mittelalter schlecht gemacht wird in der Renaissance, wo man vom finsteren Mittelalter spricht. Stimmt. Und es ist nachgewiesenermaßen, es gibt ein paar Wissenschaftler, in Anführungsstrichen, die im Mittelalter gesagt haben, das ist irgendwie so eine Scheibe. Hm. Aber das ist wirklich Quatsch. Das war kein Mainstream. Also Mainstream war auch damals schon, dass die Erde rund ist. Und dann gibt es interessant, ich zitiere mal aus Wikipedia, eine in Zusammenarbeit mit dem Georg-Eckert-Institut für internationale Schulbuchforschung durchgeführte Studie, die deutsche und österreichische Geschichtsschulbücher aus dem ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts untersuchte, Stichjahr war 2009, kam zu dem Ergebnis, dass in einem großen Teil der Lehrwerke bis heute die These des mittelalterlichen Glaubens an eine Erdscheibe verbreitet wird. Das ist interessant. Also ist aber de facto ist das nicht der Fall. Und man wusste eigentlich schon im Mittelalter, dass die Erde keine Scheibe ist. Ah ja, war natürlich ein Move von der Renaissance. Da muss ich ja irgendwie auch absetzen gegen so eine andere Zeit. Wann wurde denn bewiesen, dass die Erde eine Kugel ist? Bewiesen? Ja, bewiesen. Das schaffst du ja nur wie? Mit einem Foucault'schen Pendel? Nee, jetzt bin ich draußen. Das war Homer. Satellit. Nein, mit einer Weltumsegelung natürlich. Ne? Ach, ja. Und wer hat die erste Weltumsegelung gemacht? Magellan. Genau, das stimmt ja nur zum Teil. Ich glaube, das hatte ich in der letzten Folge schon gesagt. Ja. Mit Magellan als Generalkapitän stachen am 20. September 1519 5 Schiffe von San Lucar de Barrameda aus in See. Er und seine Mannschaft entdeckten 520 die Magellanstraße und bequerten anschließend als erste Europäer den Pazifik. Das ist dieses Ding über Feuerland. Ne? Also, ja, 1520, auch genau, unsere Zeit. Ne? Auch unsere Zeit. Unter dem Kommando, nachdem sie die heutigen Philippinen erreicht hatten, fiel Magellan im Kampf mit Kriegern der Visayas. Unter dem Kommando von Juan Sebastian Elcano kehrte nur ein einziges Schiff, Juan, von Magellans Flotte, die Victoria, über die Route um das Kap der Guten Hoffnung am 6. September 1522 nach San Lucar zurück. Also, er hat es nicht geschafft, aber seine Flotte. Aber Teile seiner Flotte, ja. Genau. Ja, genau. Also das vielleicht nochmal ganz kurz als kleiner Exkurs. Die Erde ist flach. Wann wurde bewiesen, dass sie rund ist? De facto bewiesen. Ja. Und auch hier nochmal ein Beitrag dazu, dass die im Mittelalter doch nicht so doof waren. Ja? Ja, cool. Aber jetzt haben wir ja auf der Erde alles vermessen. Dann können wir jetzt ab in den Weltraum. Ja, aber es gibt ja auch noch die Flat Earth Society. Das sind die Leute, die immer noch denken, dass die Erde eine Scheibe ist. Und da gibt es ja auch so YouTube-Videos, wie so Leute im Flugzeug sind und so eine Wasserwaage hochhalten und sagen, hey, die ist immer gerade. Die Erde ist eine Scheibe. Naja, das ist halt so mit den Omen und mit Kausalitäten und mit der Perspektive und der Frage von Mikrokosmos und Makrokosmos. Es gab 2018, die üblichen Probleme, ja. Es gab 2018 eine Umfrage in den USA unter 8000 Leuten und da hat ein Sechstel der Bevölkerung gesagt, dass sie nicht völlig klar, also sich nicht ganz sicher sind, ob die Erde wirklich eine Kugel ist. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass im Mittleren Westen die Erde auch nicht rund ist. Nee, die ist vulkanisch. Da ist das Land wie in der Magdeburger Börde. Ja, wahrscheinlich. Ja. Ich wäre ja fast zum Kongress gereist nach
Austin, aber dann kam Corona dazwischen. Oh, ja, immer. Und als drittes, letztes habe ich ja in dieser Reihe Heliots, also erstmal muss man ja sagen, man verabschiedet sich davon, dass die Erde in der Mitte ist. Man verabschiedet sich davon, dass es eine Scheibe ist. Und es gab auch bis ins 18. Jahrhundert auch noch die Idee, dass die Erde hohl ist. Die Hohlerdentheorie. Sie ist nicht mal rund. Sie gilt als wissenschaftlich überholt, aber derzufolge war die Erde ein massiver Kugelkörper und innen hohl. Und es gab auch so Publikationen, dass man sogar auch wissenschaftliche Expeditionen von den Amerikanern finanziert, also wirklich bis ins 17., 18. Jahrhundert, die irgendwo am Süd- und Nordpol so à la Jules Verne-Reise zum Mittelpunkt der Erde nach irgendwelchen Eingängen gesucht haben zu dieser hohlen Erde. Ich finde solche Theorien ja super. Ich meine, das eröffnet ja der Fantasie und Science Fiction unglaublich viele, viele Tore. Und das ist einfach schöne Geschichten. Finde ich auch. Natürlich ist es immer etwas deprimierend, wenn so etwas dann wieder entzaubert wird, aber. Ja, also wir haben uns aber sehr, sehr, sehr weit auch jetzt heute von Berlin entfernt, aber obwohl, ach, wir haben noch über den Grunewald gesprochen. Wir haben nur die Perspektive geändert. Wir waren immer auf Berliner, wir standen mit beiden Füßen auf märkischem Boden, haben nur mal in den Himmel geguckt. Ja, und nochmal die Ankündigung, im Februar werden wir höchstwahrscheinlich Florian auch hier zu Gast haben, im Februar, hat er schon zugesagt, aber lieber Florian, das ist auch flexibel, wir werden dich darauf nicht festnageln, aber höchstwahrscheinlich den Anfang Februar sprechen wir miteinander und dann habe ich eigentlich die Idee, lieber Jan, dass wir, auch wenn wir in der Geschichte weiter sind, aber diese Sternengeschichten, diese Sternsichtungen, dass wir das vielleicht mit Florian nochmal so ein bisschen in den Kontext rücken und mal gucken, was können wir da aus diesen Zeilen irgendwie so wissenschaftlich herausarbeiten. Ja. Du kannst mal die Sternwarten hier im Berliner Raum angucken, gibt es auch einige. Vom Telegrafenwerk in Potsdam. Wir schauen mal einfach, was er dazu zu sagen hat. Bis zum Treptower Park. Ja, ja, nee. Also ich habe nichts mehr. Archimbold Sternwarte. Hast du noch was? Oh, nö. Ich bin gerade ziemlich wunschlos glücklich und langsam ein bisschen Cashews. Müde. Ja, esse noch eine Cashews. Ich trinke mal einen Schluck Bier. Ich krieg bestimmt wieder Ärger von Liebke, dass ich dir so oft ins Wort gefallen bin. Ach, Quatsch. Nö, alles schön, würde ich sagen. Ja? Ja. Alles, was ich noch erzählen wollte, fällt mir gerade nicht ein. Es war eine sehr lustige Folge. Ja, fand ich auch. Das eine ist halt so Geschichte und Fakten, das andere ist halt, so, ja, gute Stories. Gute Stories. Und gute Stories ergeben im Fall, wie zum Beispiel, ich weiß, du bist ja auch ein großer Star Trek-Fan, solche philosophischen Überlegungen, was wäre, wenn, bringt ja auch die Menschheit voran, indem man sich Hypothesen überlegt. Absolut. Und was man am Ende davon verifizieren oder falsifizieren kann, muss man sehen. Solange man damit nicht irgendwelche anderen Leute großartig gefährdet. Ja, und solange eine Hypothese keine Behauptung ist. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Ich meine, wenn man mit Hypothesen arbeitet, dann kann man sonst was sagen, das ist auch gut und so. Ja. Aber man darf eben, ja, man darf keine Behauptung. Das Schlimmste ist, wenn die anderen recht haben, Christoph, ne? Das sowieso. Das geht allen zum Glück nie. Ja, nie. Also es sei übrigens nochmal erwähnt, das war ein Podcast von Laien, von interessierten Laien für Laien sind. Okay. Ja. Jani? Tschüss. Hau rein. Tschüss, liebe Hörer und Hörerinnen. Und bis bald.